Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, beziehungsweise herzlich willkommen zurück, falls ihr meinen Kanal schon kennt und falls nicht, dann hello! Wie ihr in der Beschreibung lesen konntet, habe ich heute einen Herbsthaul für euch. Yay! Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin zurzeit so obsessed mit Herbstfashion. Ich finde, dass Herbstmode generell so am fashionablesten ist, wenn man das sagen kann. Man ist nicht zu voll bepackt wie im Winter, aber man kann trotzdem Jacken layern. Ich liebe ja Jacken. Ihr werdet das auch gleich in dem Haul sehen. Ich habe eine kleine Jacken- und Hemd-Obsession. Ich könnte gefühlt wirklich jede Woche was Neues einkaufen, wenn nicht sogar jeden Tag. Momentan sehe ich so viele Teile, die mir gefallen, und ich dachte mir, anstatt das Ganze jetzt wieder als Insta-Story-Haul zu machen, was ich ja auch super gerne mache, falls ihr mir nicht folgt, dort poste ich eigentlich immer alles zuerst. Aber man kann das Ganze nicht so ausweiten wie auf YouTube hier, und deswegen habe ich ein cooles Styling-Try-On-Herbst-Haul-Video für euch geplant. Wenn ihr wissen wollt, was ich alles geshoppt habe, dann schaut jetzt gerne zu. Bevor ich mit dem Video starte, noch ein kurzer Disclaimer. Alle Teile sind selbst gekauft, also das ist keine Kooperation. Ich habe unten lediglich Affiliate-Links, das heißt, wenn ihr durch diesen Link etwas kauft, dann kriege ich eine kleine Provision dafür. Aber es ist keine bezahlte Kooperation mit irgendeiner Brand. Ich erwähne die Namen nur, weil ihr ja wissen müsst, aus welchem Shop die sind. Aber auch wenn es eine bezahlte Kooperation wäre, wäre das ja eigentlich kein Unterschied, weil ich generell eh nur die Sachen aussuchen würde, die ich trage. Aber ja, just so you know, it's not sponsored. Ich würde sagen, wir fangen direkt zuerst mal mit Zara an, weil ich glaube, mit Zara können gerade die meisten relaten. Ich kenne so viele Leute, die auch wie ich Zara obsessed sind. Man findet irgendwie jeden Tag irgendwas Neues, Cooles im Store. Und ich habe versucht, mich zusammenzureißen, aber ich weiß nicht, ob es so gelungen ist. Ich persönlich liebe ja Zara, aber was ich abgrundtief hasse, ist der Zara Online-Shop. Wie kann man einen Online-Shop so verbraucherfeindlich konstruieren, dass man gar keinen Bock mehr hat, bei Zara zu shoppen? Also ich finde, es ist immer wieder eine Qual, mir schöne Dinge bei Zara auszusuchen. Deshalb schaue ich eher auf Instagram nach Inspo. Und wenn ich sehe, ein Teil ist von Zara, dann merke ich mir das und kaufe das wegen der Person. Aber nicht, weil ich es im Online-Shop sehe, wenn ihr wisst, was ich meine. Deswegen hoffe ich, dass euch dieses Video vielleicht so ein bisschen hilft, um schöne Teile bei Zara oder auch bei anderen Online-Shops zu finden. Das erste Teil, was ich mir ausgesucht habe, ist einmal dieses Hemd in Wolloptik. Diesen Style nennt man übrigens Jacket, weil es eine Mischung aus Jacket und Shirt ist. Und ich liebe es. Ich liebe den Stoff, ich liebe die Farbe. Das ist so ein Naturton. Und für mich hat es auch die perfekte Länge. Ich kann es nämlich mit Boots kombinieren, ohne eine Strumpfhose. Und viele fragen mich auch immer, was für eine Shorts ich unter sowas ziehe. Und ich trage einfach ganz normale Radler-Shorts. Ihr könnt entweder normale knielange Radlershorts nehmen und die einfach hochkrempeln, oder ihr holt euch kurze Radlershorts. Gibt es eigentlich immer bei H&M oder Hunkemöller, oder Zara hat jetzt auch sogar welche, die so ein bisschen Hotpants ähnlich sind. Und vor allem liebe ich, dass es einen Gürtel hat. Man kann es nämlich an der Taille enger machen, und so sieht das Ganze nochmal so ein bisschen femininer aus. Ich trage die Jacke übrigens in einer Größe XL, damit ich sie oversized tragen kann, und vor allem, weil ich hier auch relativ groß bin, also 1,73, und dass sie mir nicht zu kurz ist und dass man ja die Radler-Shorts auch drunter eigentlich nicht sieht, nur so im Fall der Fälle, passt mir XL perfekt. Kombiniert habe ich den Look mit dieser Tasche hier. Ich habe die bereits in zwei anderen Farben, und ich finde, das ist die perfekte kleine Tasche, die High-End aussieht, aber Low-Budget ist. Ich glaube, die kostet 17 Euro. Vom Stoff und von der Qualität her ist die wirklich super. Ich liebe den Style, ich liebe dieses Krokomuster. Das ist meine Go-To-Tasche. Und ich finde, wenn man die so sehen würde, würde niemals jemand denken, dass die ja unter 20 Euro kostet. Und um den Look abzurunden, habe ich ihn mit meinen neuen Lieblingsboots kombiniert. Leute, ich habe so lange auf diese Boots gewartet. Die waren ganze Zeit bei Zara ausverkauft. Ich war bestimmt in drei Läden und es gab ihn genau in 39 nicht. Aber online wurde er dann gerestockt, und ich finde es so cool. Ich liebe es, dass da oben hier offen ist und so quasi das Bein etwas schmaler aussieht, weil der Gummistiefel an sich sehr weit ist und auch klobig. Und ich finde die Farbe auch richtig cool. Das ist so ein schönes Oliv-Dunkel. Khaki, so ein Dunkel-Khaki-Ton, und ich finde das super stylisch, genau mit solchen Jackets. Also ihr werdet mich in diesem Look sehr oft sehen, deswegen könnt ihr euch jetzt schon mal gefasst machen. Dann kommen wir zu einem weiteren Must-Have im Herbst, finde ich, und zwar Flanelljacken. Ich habe nämlich aus der Männerabteilung mir diese Zara-Hemdjacke geholt, und eigentlich ist es Ramis Jacke. Also ich habe jetzt gesagt, ich habe sie mir geholt, aber eigentlich hat Rami sie geholt und ich habe sie mein eigen gemacht.
Also ihr könnt ruhig bei solchen Hemden auch in der Männerabteilung mal schauen, weil ich persönlich liebe ja diesen Oversized-Look und in der Männerabteilung hat man den automatisch, ohne jetzt irgendwie ein Hemd drei Größen größer zu holen. Deswegen liebe ich das so. Ich finde die Farben auch richtig schön. Man findet hier die Brauntöne wieder, ein bisschen schwarz, beige, also sind perfekte Farben für den Herbst. Das Hemd, was ich jetzt anhabe, ist auch übrigens von Zara. Das ist aber aus der letzten Season. Ich werde euch ein ähnliches verlinken, falls ich es finde. Aber zurzeit findet man diese Flanellhemden ja echt überall. Das Flanellhemd habe ich einfach mit einem weißen Cropped-Oberteil gepaart und dann mit einer Jeans. Ich finde, das ist ein Look, den man immer tragen kann. A Jeans and a nice shirt geht immer, egal zu welcher Jahreszeit. Ich kann euch gerne auch die anderen Sachen verlinken, die ich in dem Video trage, um die Sachen zu stylen, die jetzt nicht neu sind. Ich verlinke sie euch trotzdem, falls es sie noch gibt. Ich hoffe, fingers crossed, man weiß ja nie, ne? Also manche Sachen sind ja so schnell ausverkauft oder wieder aus der Homepage raus, dass man sie nicht verlinken kann, aber I will try my best. Kommen wir zum nächsten Zara Must-Have-Piece. Ich bin zurzeit neben Jackets auch mit Trenchcoats obsessed und dieser hier von Zara ist wirklich der perfekte Camel-braunfarbige Trenchcoat. Ich liebe es vor allem, dass der an den Armen ein bisschen enger ist. Das Ganze macht es so ein bisschen sportlicher. Man kann ihn natürlich auch fein anziehen, aber ich finde, er hat doch so einen sportlichen Touch, was ich persönlich aber cool finde. Ich habe den jetzt mit einem Oversize-Pullover von PLT kombiniert und mit schwarzen Boots. Die Boots sind auch von Zara, sind aber auch von der letzten Season, aber die gibt es wie bei den Flanellhemden auch aktuell wirklich überall. Ich werde euch eine gute Alternative unten verlinken. Der Mantel ist jetzt nicht ganz neu, also den habe ich jetzt schon ungefähr über einen Monat, aber ich wollte trotzdem hier in dem Video einmal mit reinbringen, um zu zeigen, auch wie ich den kombinieren würde und weil es auch wirklich für mich so ein Must-Have-Trenchcoat ist. Und kombiniert habe ich den Look wieder mit der gleichen Tasche, die ich eben gezeigt habe. Ich habe die in mehreren Farben und wie man sehen kann, passt die wirklich zu jedem Look und man kann den Look, finde ich, so ein bisschen mit dieser Tasche aufpimpen. Ich muss sagen, dass ich auch noch wunderschöne andere Boots bei Zara gesehen habe, die ähnlich sind wie die, die ich habe, aber aktuell war ich noch so, ich brauche das nicht wirklich, aber es kann sehr gut sein, dass ich ja in Kauflust verfallen werde und sie mir doch kaufen werde, weil ich denke, ah, ein Teil ist anders. I need them. Nee, aber wie gesagt, ich werde euch eine gute Boot-Alternative verlinken unten in der Infobox. Kommen wir jetzt zu den H&M-Teilen. Ich finde, dass H&M in letzter Zeit wirklich schöne, stylische Sachen hat. Zuvor war ich nie so die große H&M-Shopperin, aber mittlerweile sehe ich Teile auf Instagram und dann sehe ich, die sind von H&M und ich denke mir, nice. Ja, falls ihr mir auf Instagram folgt, dann kennt ihr diese zwei Teile wahrscheinlich schon, aber ich wollte sie auch in dieses Video hier nehmen, weil das für mich definitiv Herbst-Must-Haves sind. Und zwar einmal diese Hemdjacke hier mit so einem Schafsfellstoff. Die ist ultra warm und man merkt auch vom Gewicht her, dass sie sehr schwer ist. Viele haben gefragt, ob das nicht eher eine Winterjacke ist. Ich würde sagen, jein. Also wirklich, wenn es Minusgrade sind, dann ist sie doch, denke ich, zu kalt, aber jetzt für diese Jahreszeit definitiv sehr, sehr, sehr warm. Also an kalten Tagen kann man die anziehen oder wenn man nicht viel drunter hat, um ehrlich zu sein. Aber ich finde die richtig schön und auch sehr stylisch. Kombiniert habe ich das Ganze eigentlich wie bei dem Outfit davor. Ich finde, das passt ganz gut mit einem Oversize-Kleid und dann schöne Chunky Boots noch dazu, eine kleine Tasche und you're ready to go. Und dann habe ich noch eine weitere Hemdjacke von H&M, mit der ich obsessed bin. Wie ihr seht, ich liebe Hemdjacken über alles. Das ist zurzeit sowas von mein Style. Und zwar diese Hemdjacke hier von H&M mit Fransen unten. Ich finde die richtig cool. Ich habe die bei Naomi Jenness gesehen. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Und sie hat generell immer sehr stylische Looks. Und als ich sie bei ihr gesehen habe, dachte ich mir, okay, ich brauche sie. Eigentlich bin ich gar nicht so der Fransen-Fan, aber ich finde irgendwie bei ihr sah das so cool aus, dass ich diesen Look auch unbedingt haben möchte. Ich habe den mit einer Crossbody-Bag, die auch von Zara ist, gepaart. Leider ist die auch von der letzten Season, aber ich markiere euch eine ähnliche in der Infobox unten und das gleiche Outfit wieder mit den Boots. Ihr könnt auch hier eine Strumpfhose natürlich drunter ziehen. Generell zu diesen ganzen Jacket-Looks mit Boots kann man natürlich auch eine Strumpfhose anziehen. Ich persönlich liebe es, wenn ich keine Strumpfhose anhabe. Aber klar, wenn es kälter wird, dann finde ich eine Strumpfhose nicht nur stylisch, sondern auch sehr warm. Kommen wir zum nächsten Shop und zwar Naked. Da habe ich auch einige wunderschöne Teile gesehen. Unter anderem wieder eine Hemdjacke und wieder in Schafsfelloptik. Das ist sie. Sie ist diesmal kurz, was ich ganz cool finde. Und die hat auch wie bei der ersten Hemdjacke
einen Gürtel, mit dem man die Taille etwas enger machen kann, was wieder einen super femininen Look zaubert. Ich habe jetzt wieder drunter eine Radlershorts an. Man sieht sie etwas, was ich allerdings nicht so schlimm finde. Ich bin halt etwas größer und kann nicht bei jedem Kleidungsstück erwarten, dass es genau für mich zugeschnitten ist. Aber ich finde, mit der Radlershorts drunter kann man das trotzdem stylisch anziehen. Wenn die zum Beispiel auch in so einem Nude-Ton gehalten ist, dann sieht das auch schon gewollt aus. Und ich habe das Ganze wieder mit den Boots vom ersten Outfit kombiniert und dazu wieder die Must-Have-Zara-Tasche. Ihr seht, also ich kann die wirklich zu jedem Outfit anziehen. Und für Size Reference, ich trage jetzt zum Beispiel in dieser Jacke eine Größe 40. Das mache ich generell bei all meinen Hemdjacken und auch generell Jacken. Ich liebe es, alles was obenrum ist, etwas Oversize zu tragen, außer es sind jetzt irgendwie so T-Shirts, die eng anliegen sollen. Aber wenn ich etwas locker haben möchte, dann nehme ich das ruhig in Größe L oder auch sogar XL. Zurzeit sind ja Oberteile mit Rückenausschnitt richtig in, deswegen habe ich mir diesen Body hier von Naked bestellt mit einem sehr großen Rückenausschnitt, was ich aber sehr schön finde. Von vorne ist der Body relativ schlicht, eigentlich komplett schlicht. Nichts ist besonders vorne, aber durch diesen Rückenausschnitt finde ich, wenn man mal im Herbst abends irgendwo was trinken oder essen gehen würde, dann wäre das so ein perfektes Outfit. Ich habe das jetzt mit einer Jeans kombiniert, die ist auch von Naked. Ich zeige sie euch mal. Und zwar war ich auf der Suche nach der perfekten Jeans. Ich habe etliche Jeans bestellt. Keine hat mir gepasst, bis auf diese hier. Ich finde, die sitzt richtig nice. Vor allem am Booty. Das ist eine Levi's Jeans. Und bei Levi's Jeans ist es immer so ein bisschen Risiko. Und weil die mir so gut gepasst hat, habe ich sie behalten. Ich muss sagen, ich würde mir wünschen, dass sie ein Ticken länger wäre. Also wenn sie noch etwas länger wäre, dann hätte ich sofort gesagt, okay, das ist die perfekte Hose. Ich werde nie wieder eine andere Jeans kaufen. Aber dieses kleine Manko macht mir zu schaffen und ich werde definitiv weiter auf der Suche nach der perfekten Jeans sein. Aber bis ich die perfekte Jeans habe, wird das hier auf jeden Fall ein sehr guter Ersatz. Kombiniert habe ich das Outfit mit diesen Jordans. Ich finde, die Hose passt auch sehr gut dazu. Man sieht die noch so ein bisschen, aber die Knöchel sind verdeckt, was ich immer ganz cool finde. Die Hose sitzt locker auf den Schuhen auf. Die Schuhe habe ich jetzt im Resale gekauft auf Kleiderkreisel. Man kriegt Jordans halt immer sehr schwer in den Läden, weil die meist immer sofort ausverkauft sind. Deswegen müsst ihr immer mal abchecken, wann welcher Colorway released wird und dann immer euren Wecker stellen und hoffen, dass ihr diese Farbe dann bekommt. Und falls nicht, je nachdem wie begehrt der Schuh ist, werdet ihr einen höheren oder weniger hohen Preis zahlen. Ich habe die jetzt für 215 Euro gekauft, was finde ich noch okay ist. Ich wollte unbedingt Jordans haben, die auch ein bisschen weiß drin haben, damit ich sie auch mit hellen Sachen kombinieren kann. Falls ihr euch Jordans im Resale zulegen wollt, checkt auf jeden Fall die Bewertungen der Verkäufer ab, weil man weiß nie, ob da Scammer dabei sind. Deswegen lieber einmal sicher gehen, immer mit PayPal und Käuferschutz kaufen, nie irgendwie überweisen oder Family and Friends. Ganz wichtig. Ich hatte da auch schon schlechte Erfahrungen mit, deswegen passt auf jeden Fall auf, aber wenn ihr einen guten Deal findet, dann schlagt auf jeden Fall zu, weil das hier sind Sneaker, die werdet ihr sehr oft tragen. Seit Michael Jordan das erste Paar rausgebracht hat, sind die in, deswegen werden die nie aus der Mode gehen. Dann habe ich außerdem noch diese coole Lederjacke auf Naked gefunden. Die ist eigentlich von Mango. Finde ich cool, dass es auf Naked jetzt auch mittlerweile richtig viele Marken gibt. Und die ist so etwas slouchy, was heißt, dass die bisschen lockerer ist. Ich will jetzt nicht sagen oversized, weil eigentlich ist sie ja schon was kürzer. Ich will jetzt auch nicht sagen cropped, aber schon etwas kürzer als so eine normale Länge. Aber ich finde es richtig cool, dass die Ärmel so breit sind, aber dass sie dann am Handgelenk wieder eng sind. Also ich liebe den Schnitt dieser Lederjacke. Die war auch nicht allzu teuer, muss ich sagen, aber sieht, finde ich, sehr hochwertig aus. Kommen wir dann jetzt zum Schluss zu meinen ASOS-Sachen. Das sind so schöne Sachen dabei. Ich bin richtig zufrieden mit meiner Bestellung. Und ich finde es auch cool, dass es auf ASOS mittlerweile auch so viele Marken gibt, die man eigentlich nicht so einfach in Deutschland bekommt. Damit meine ich jetzt, wenn ich jetzt PLT oder Missguided aus der UK bestelle, dann dauert es länger, als wenn ich das Ganze direkt über ASOS bestellen kann. Deswegen, falls ihr mal auf so UK-Seiten shoppt, schaut doch mal, ob es die gleichen Sachen auch auf ASOS gibt, weil dann habt ihr natürlich schnelleren Versand. Und falls ihr etwas zurücksenden wollt, ist es auch viel einfacher, als das jetzt mit den UK-Seiten zu klären. Das erste Teil aus meiner Bestellung ist dieser Oversize Dad Blazer. Ich liebe den Schnitt, als auch die Farbe. Er sieht richtig cool aus und für mich auch perfekt von der Länge her. Ich trage eine Größe L in dem. Kombiniert habe ich den mit dem schwarzen Body von eben und mit einer kurzen schwarzen Ledershorts. Es gibt sogar passend zu dem Blazer einen Rock mit dem gleichen Muster. Ich überlege, ob ich mir den vielleicht auch kaufe, weil ich den Blazer so sehr liebe und ich glaube, das wäre ein richtig cooler Look zusammen. Ich muss gestehen, ich konnte dem Kaufen von zwei Paar Boots doch nicht widerstehen. Aber das sind kurze Boots.
Boots, keine langen. Und von den kurzen habe ich auch nicht so viele, deshalb habe ich sie mal mitgenommen. Und zwar einmal diese schönen Boots hier. Die sind eigentlich von Pull&Bear, aber gibt es ja auch auf ASOS. Ich liebe die Farbe. Es ist genau der gleiche Khaki-Ton wie bei den Zara Boots. Und ich liebe es, dass die so chunky sind. Ich persönlich finde, das streckt das Bein nochmal, wenn die Schuhe so ein bisschen klobiger sind. Und das zweite Paar Boots ist auch sehr klobig. Leute, das fühlt sich an, als würde man auf Wolken gehen mit diesen Schuhen. Ich weiß nicht, was es ist, aber es fühlt sich ultra weich und bequem an. Mit denen bin ich auf jeden Fall nochmal ein gutes Stück größer und die passen auch perfekt zu dem Outfit, was ich gerade anhabe. Ich habe es euch ja gesagt, eine Oversized-Jacke mit kurzen oder langen Boots geht halt im Herbst wirklich immer und die passen auch perfekt zu dem Look, den ich gerade anhabe. Und last but not least habe ich noch ein Teil, wo ich mir nicht ganz sicher war, ob das noch zu einem Herbst-Haul passt oder ob das eher schon Winter ist, aber weil ich weiß, wie schnell manche Teile ausverkauft sind und dass die Chance besteht, dass ihr es sonst nicht kaufen könnt, wenn ich das erst in einem Winterhaul zeige, zeige ich euch ihn jetzt schon. Sagen wir so, der Mantel ist für einen kalten Herbst da. Und zwar ist das dieser hier. Das ist ein langer Mantel mit einerseits einem Teddyfell-Einsatz hier am Kragen, aber ansonsten aus einem grauen Wollstoff. Und ich liebe diesen Kontrast aus diesen zwei Stoffen und aus diesen zwei Farben. Perfekt kann man diesen Mantel auch mit Boots anziehen, wie eigentlich jedes Teil, was ich euch hier gezeigt habe. Und der hält auch sehr gut warm. Also für einen kalten Herbsttag oder für einen etwas warmen Wintertag ist der perfekt. Ich würde den auf jeden Fall an eurer Stelle, falls ihr den haben möchtet, direkt kaufen, weil ich habe das Gefühl, dass der vielleicht jetzt schon, ich hoffe, nicht ausverkauft ist. Und wenn nicht, dann wird er sehr schnell ausverkauft sein, weil der sehr, sehr, sehr beliebt ist. So, und das war der Herbsthaul. Ich hoffe, die Teile haben euch gefallen und vielleicht konntet ihr sogar ein bisschen Inspo sammeln. Das würde mich sehr freuen. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen hoch da. Und falls ihr das gleiche Video mit Wintersachen haben wollt demnächst, dann schreibt es gerne in die Kommentare, sodass ich weiß, dass euch diese Videos gefallen. Und ansonsten würde ich sagen, viel Spaß beim Nachshoppen. Alles ist unten in der Infobox markiert, falls ihr irgendwas sucht. Falls ihr wissen wollt, welche Größe ich in welchem Teil trage, könnt ihr mir auch gerne in den Kommentaren eine Frage stellen. Ich werde sie zeitnah beantworten und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao!